Die Luft wird dünner. Wir sind in der Pokémon-Liga und jetzt schon beim letzten Top-4-Mitglied. Er trainiert Psycho-Pokémon und wir müssen auf Risiko gehen, weil wir nichts haben, was ihn wegholen könnte. Ah, gutes Timing. Ich habe gerade ein Buch beendet. Erlaube, dass ich mich vorstelle. Mein Name lautet Lucille. Ich bevorzuge Psycho-Pokémon. Ich muss schon sagen, ich bin ganz angetan von dir. Dass du es soweit geschafft hast, beweist mir einiges. Man sagt, ich wäre der härteste der Top 4. Du siehst, für mich gilt es, einen Ruf zu verteidigen. Ich werde gegen dich also Vollgas geben müssen. Oder Lucien oder Lucien. Völlig egal, wie man ihn ausspricht. Irgendwie sowas in der Richtung. Er sieht auf jeden Fall aus wie der letzte Streber. Und allein das animiert mich jetzt schon dazu, alles zu geben. Okay, Pantimos ist ganz schnell. In etwa so schnell wie Rotom. Aber ich habe ihm ohnehin für diesen Kampf mal die Flinkklaue gegeben. Mit dem Spukball könnten wir das. Könnten wir Pantimos besiegen und werden das auch tun. Ja, und für den Rest des Kampfes muss ich mir was überlegen. Weil wir können zwar fast alle seine Pokémon mit Geistattacken oder Unlicht killen, aber Hybrid ist leider anfällig gegen einiges, was die da drauf haben. Psyana, nee, das traue ich mich schon mal gar nicht. Psyana ist schnell und saustark, was den Spezialangriff betrifft. Da muss ich mir jetzt was ganz Interessantes einfallen lassen. Ja, scheiße. Ich tendiere fast zu Real Game. Oder... Doch, Mindskyer. Ich pulverisiere dieses Viech mit einem Hyperstrahl. Das wird die beste Entscheidung sein. Denn nur herausragend ist eigentlich bloß der Spezialangriff. Und die Initiative. Mit Hyperstrahl könnte es eigentlich passen. Ja! Okay, damit haben wir schon mal einen richtigen Bonzen von ihm gekillt. Aber jetzt muss ich einstecken. Dann Galagladi kommt. Na, muss ich nicht, ich kann noch wechseln. Ach, nein! Aber dummerweise wäre Flug sogar sehr effektiv gegen den. Soll ich ihn jetzt da lassen? Ich könnte Eistyp oder sowas. Ah, ich probier's, komm. Ich vertraue meinem Skyer, dass er die Attacke aushält. Boah, scheiße. 59. Oh mein Gott, habt ihr es gesehen? Steinkante, das hätte der wahrscheinlich nicht überlebt. Schnell weg mit ihm, Luftschnitt, du bist schneller und du wirst ihn hoffentlich auch zum Zurückschrecken bringen. Bitte, 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 oder killen, 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 eins von beiden, Mann. Boah, boah, haben wir ein Glück. Also meistens heul ich ja, dass ich Pech habe, aber das war jetzt schon meine Runde. Erst geht seine Ultra-Attacke daneben, dann trifft mein Luftschnitt und jetzt kriegen wir gleich die nächsten Bonzen vorgesetzt. Schon wieder so ein Kandidat mit unfassbarer Init, also das kann man eigentlich fast nicht überbieten und ja, oben Spezialangriff. Allerdings ist Simsala immer abgeschwächt worden. Crap. Noch ein Hyperstrahl? Ich weiß es nicht, Mensch. Na komm, probieren wir es nochmal mit dem Hyperstrahl. Das ist die Waffe, wenn ich an der Wand stehe. Also, wenn ich nicht weiter weiß, dann ist das die Waffe. Kaboom! Komm, du musst ihn killen! Scheiße. Aber der kann bestimmt keinen Steinkante. Der setzt bestimmt Psychokinese ein oder so. Oh, du bist geil! Yes! Der nächste Bonz ist down. Richtig nice. So muss das laufen. Aber es hätte auch viel schlimmer ausgehen können. Also die Pokémon, die er da einsetzt, haben enormes Potenzial. Jetzt kommt noch so ein anderer Spinner. Ich würde liebend gern Feuersturm einsetzen, aber dann müsste ich schon wieder eine Runde aussetzen. Da habe ich überhaupt keinen Bock. Ich werde jetzt mal den Alex Valdi reinbringen. Er wird sich hoffentlich um den kümmern. Stahl, Psycho. Bis jetzt haben wir es nur mit reinen Psycho-Pokémon zu tun bekommen. Ah, nein, nein. Galagladi war Kampf-Psycho, aber der Rest war nur Psycho. Er ist nochmal ein Doppeltyp. Das ist auch wichtig. Die Vielfalt. Ich werde es erstmal mit Feuerschlag probieren. Und wenn ich dann einstecke, dann setze ich Ableithieb ein, um wieder etwas zu heilen. Aber wollen wir mal hoffen, dass er
nichts allzu Starkes einsetzt. Ah, okay. Er arbeitet auf Stat-Erweiterung hin. Was mich aber nicht interessiert. So, jetzt Ableitdieb. Weil wir greifen physisch an und er hat die Spezialverteidigung gesteigert, was ihm überhaupt nichts bringt. Verdammt nochmal! Ich dachte, das reicht, weil Step ist. Da habe ich mich wieder verpokert. Und er heilt ihn bestimmt jetzt auch. Ja. Ach, ich Depp, ey. Aber wir haben jetzt eigentlich zwei Züge. Von daher ist es nicht so schlimm. Jetzt weiß ich ja auch, dass Ableitdieb nicht reicht. Oh, jetzt haben wir einen Volltreffer. Ja, in dem Kampf habe ich Glück gehabt. Ich gebe es ja zu. Allerdings hätte ich das Glück lieber gegen Cynthia, denn die ist auf jeden Fall nochmal um einiges stärker. Jetzt brennt's. Also die wird abgehen. Glückwunsch, du hast die Top 4 geschlagen. Das heißt aber nicht, dass du mit der Pokémon-Liga fertig bist. Da gibt es noch den Champ. Sei gewarnt. Unser Champ ist viel stärker als die Top 4. Na dann, geh durch diese Tür, um den letzten Kampf zu bestreiten. So, ja, jetzt habe ich eigentlich schon gespoilert, dass Cynthia die Champion ist, aber ich meine, das ist ja sowieso offensichtlich, oder? Außerdem ist das Spiel nicht neu. Von daher wird es eh jeder wissen. Die letzten Heilungen führe ich jetzt mal durch. Hier, ein Top-Trank, dann ist die Sache eigentlich ganz gut. Ah, die anderen sind nicht wirklich beschädigt, deswegen schaue ich, ob ich vielleicht ein paar Siedelbeeren habe. Ja, ich will sie einsetzen. Und dann möchte ich ganz gerne nochmal überprüfen, ob mein Skyer überhaupt den Kingstein trägt. Weil ich habe ja mal gefragt, welches Item pusht den Luftschnitt. Und das ist anscheinend nur der Kingstein und nicht der Zahn. Keine Ahnung, ob das wahr ist. Aber ich glaube es jetzt einfach mal. Aber ich glaube sogar, ich habe dir den Kingstein gegeben, oder? Nee, den Scharfzahn sogar. Lol. Ja, dann wechseln wir mal schnell. Einfach rein zur Sicherheit. Normal verbessert beides. Attacken, die Zurückschrecken fördern. Aber ja, gut. Ich glaube, der Scharfzahn war wirklich nur für physische Angriffe und der Kingstein für alles. Aber oder nur speziell. Ich weiß es einfach nicht. Es gibt auch keine genaue Erklärung. Ich habe das sogar mal gegoogelt, aber ich habe es nicht gefunden. Doof, ne? Gibt keine genaue Erklärung. So, oh Gott, mit wem fängt Cynthia an? Ich glaube mit Krippuk. Und das ist ein dreckiges Pokémon, weil es keine Schwäche hat. Ich würde sagen, deswegen setze ich das Pokémon ein, das ich am ehesten opfern kann. Das ist Jasmin. Das soll jetzt nicht böse klingen, aber wenn sie down geht, ist das jetzt nicht so dramatisch. Und wenn sie Krippuk besiegt, dann bin ich sehr stolz auf sie. Da ist sie ja, die Cynthia. Na, wie geht es voran? Danke für alles am Kraterberg und für alles in der Zerrwelt. Ich bin dir äußerst dankbar. Du hast mit deinen Pokémon alle Hindernisse überwunden, auch die härtesten waren für euch kein Problem. Das bedeutet, dass du auch über deine eigene Schwäche triumphiert hast, die Fähigkeiten, die du erlernt hast. Ich spüre förmlich deine Ausstrahlung. Doch genug geredet, lass uns kämpfen, deshalb bist du doch hier, oder? Als Champ der Pokémon-Liga nehme ich hiermit deine Herausforderung an. Und nicht nur Cynthia ist hübsch und stark, auch der Soundtrack ist geil. Also sie ist wirklich episch. Also Krippuk hat keine Schwäche, zumindest nicht in dieser Generation. Und Stachelspore, denke ich, ist gar keine so blöde Idee. Dann ist er langsamer und greift eventuell nicht an. Das ist eben die Trumpfkarte von Jasmin. Yes! Danke. Und dann bearbeiten wir das Schwein mal. Ich muss gestehen, ich weiß nicht mal, welcher Typ der hat, aber ich denke, es ist Geist noch irgendwas anderes. Geist Unlicht oder so, Schmarrn. Oh, kacke. Natürlich kann der Psychokinese. Mann! Verflixt! Damit kriegt er mich natürlich down. Aber ich kann mich mit Gigasauger noch mal ein Stückchen heilen und meinen Tod hinauszögern und vielleicht ihn sogar letztendlich mitten in den Tod reißen. Das kommt jetzt darauf an, ob Cynthia eine Top-Genesung einsetzt. Tut sie es oder tut sie es nicht? Angreifen darf er schon mal nicht. Was ich sehr geil finde. Sie tut es. Das ist blöd. Für mich. Ich mache einfach genauso weiter. Ich habe nicht mehr viele AP bei Gigasauger, aber ich kann mich jetzt
fast wieder komplett heilen. Das ist sehr, sehr schön. Und ich werde ihn jetzt auch nicht nochmal paralysieren, sondern wieder Gigasauger einsetzen. Ach stimmt, ich glaube, der hat Erzwinger, deswegen habe ich so wenig AP bei Gigasauger. Ich habe mich nämlich gerade gefragt, hä, ich habe das doch gar nicht so oft eingesetzt. Aber daran wird's liegen. Jetzt bloß kein Volltreffer, dann haben wir den. Komm, du schaffst das, Jasmin, das ist dein großer Tag. Ja, er hat Erzwinger. Okay, du hast es geschafft, gut, danke. Ist der schon mal weg? So, den haben wir nicht im Team. Aber wir werden viele Pokémon treffen, die wir im Team haben. Zum Beispiel den hier. Unseren besten, meiner Meinung nach, Togekiss. Jetzt habe ich die Entscheidung, Real Gaming oder Hybrid. Und ich bin ganz klar der Meinung, Hybrid einzuwechseln. Allein schon, weil es ein normal Flug-Pokémon ist. Damit schon mal die Normalattacken wegfallen. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass der Hyperstrahl kann. Boah, 60, du! Und ja, ansonsten schauen wir mal, was er sonst noch so drauf hat. Ich würde dazu tendieren, ihn erstmal zu verwirren. Mit Konfusstrahl. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Vielleicht wieder den Luftschnitt nutzen. Aber schlag dich einfach selbst, bitte. Ja! Sehr geil. Sehr, sehr geil. Und jetzt setzt es was. Nämlich einen Donnerblitz, mein Freund. Hoffentlich reicht das für den roten Bereich. Ja. Okay. So. Ja, episch, ey. Also, das ist ein Glückspart heute. Aber sie wird auch ihn wieder heilen, denke ich. Weil das Togekiss ist stark. Das wird sie nicht einfach so... Doch! Sie opfert es. Ja gut, dann weiß ich schon, für wen sie den Top-Trank aufhebt. Für den vermeintlich Stärkeren in ihrem Team. Aber jetzt gibt's erstmal Level 56 für Rotom, was er sich sehr verdient hat. Super nice gekillt, den Typen. Ein Lucario kommt an. Ja, da haben wir jetzt auch mehrere Optionen, wie wir den töten können. Ich hab Bock auf Erdbeben. Ja, das war sogar sehr gut, weil dann kriegt Real Gaming nochmal ein Level. Oh, der ist ja auch auf 60. Jesus. Und trotzdem sind wir schneller. Aber ich glaube, der wird Aurasphäre nutzen, damit er mich auf jeden Fall trifft. Trotzdem glaube und hoffe ich aber, dass er tot ist. Ja doch, der ist tot, der ist tot. Auf jeden Fall ist er tot. Und das bei Level 54! Hast du verdient und Level 55 kommt jetzt. Sehr schön. Drachenstoß. Ui, das ist sau stark, aber hat nur 75 Genauigkeit. Der Gegner kann auch zurückschrecken. Viele geben es ihrem Knackrack, aber ich bleib doch lieber bei Drachenklaue. Ich hab bei anderen Pokémon jetzt Risikoattacken reingetan, aber bei ihm mache ich es jetzt mal nicht. Ich glaube, jetzt wird sie auch einen Knackrack einsetzen. Ja, genau so ist es auch. Der wird sehr schwer zu besiegen sein. Zumindest in der Theorie. Ich hoffe, dass das klappen wird. Denn mit einem Eisstrahl ist er natürlich bedient. Vierfachschwäche dagegen. Brauche ich euch nicht erzählen. Wir haben ja selbst eins. Aber es ist auf Level 62. Der wird wahrscheinlich zuerst angreifen dürfen. Und dann kriege ich ein Erdbeben ab. Und dann muss ich betteln, dass ich nicht sterbe. Scheiße, Mann, scheiße, Mann, scheiße, Mann. Nein, bitte nicht. Das wäre meine Trumpfkarte. Du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben, du darfst nicht sterben. Du darfst nicht sterben. Komm, bleib im roten Bereich. Bleib im roten Bereich. Bleib doch, bleib doch, bleib doch. Ist einfach zu stark. 62, Mann. Fuck. Ah, du Dreckskerl. Das habe ich mir gedacht. Du bist ein Arschmensch. Ich habe einen anderen Plan. Ja, ich hätte es vielleicht klüger machen können. Und zwar, indem ich Jasmin einsetze und ihn paralysiere, was ich jetzt tun werde. Vielleicht hätte ich das zuerst machen sollen, weil dann hätte ich nämlich auch zuerst angreifen können. Ich hätte dann Jasmin opfern müssen, aber er wäre jetzt auch tot. Also wieder, hätte ich besser nachgedacht, wären wir ihn schon los. Was aber nicht bedeutet, dass die Stachelspore dann auch getroffen hätte. Jetzt hat sie es, Gott sei Dank. Und Jasmin wird das nicht überleben. Bleibt die Paralyse zumindest bestehen. Aber das hätte ich vorher machen müssen, nicht Depp. Joa. Und ansonsten hätte ich halt noch Alex Waldi mit seinem Eisschlag, ne?
Das wäre halt Plan B, wenn man so will. Den nutze ich jetzt auch. Ice Leap! Bam! Hat ja immer noch eine Vierfachschwäche, also... Außer ich bin jetzt total auf dem falschen Pfad. Aber Drache und Boden ist beides im Nachteil. Oh mein Gott. 1 KP! I can't believe that shit! Aber da er jetzt im gelben Bereich ist, wird er wahrscheinlich nicht geheilt. Mir ist mal aufgefallen, die Top-Genesungen werden meistens nur eingesetzt, wenn die Viecher sich im roten Bereich befinden. Ja, jetzt wird er nicht gehittet hier! Ich glaub, du spinnst! Jetzt verpiss dich endlich! Bam! Na, endlich ist der down. Aber es ist ein Knaller, ich hab's euch gesagt. Level 62 und so ein Mega-Ding. Das ist ein Schrank! Und da kommt gleich der nächste Schrank, defensiv gesehen, Milotic. Verdammt! Allerdings ist das natürlich jetzt vermeintlich eine gute Sache für Hybrid, ne? Man kann es probieren. Ich glaube, ich werde ihn auch nochmal so bearbeiten wie den letzten Gegner von Rotom. Also erstmal Kung-Fu-Strahl und dann Donnerblitz. So. Es sind ja jetzt 6 Pokémon für diejenigen, die es noch nicht gesehen haben. Also eins mehr als die Top 4. Und das, obwohl sie sowieso stärker ist. Sie hat einfach nur krasse Pokémon. Das muss man so klar sagen. Sie ist mega, mega, mega gut. Wir haben wieder Glück. Jetzt gibt es den Donnerblitz, aber sterben wird er nicht. Das ist ein defensiver Schrank. KP sind, glaube ich, auch nicht so schlecht, wenn du noch Wasserring einsetzt. Ja. Dann dampft die Kacke. Ja, klar. Irgendwann muss der Gegner ja auch mal angreifen, ne? Aber Surfer wird doch nie und nimmer reichen, um Hybrid zu killen. Bitte. Bitte. Ja. Und jetzt noch ein Donnerblitz dahinterher! Okay. Hat sie überhaupt noch eine Top-Genesung? Weil wenn ja, dann habe ich es eigentlich jetzt spätestens bei Milotic erwartet. Aber wie gesagt, mir ist halt aufgefallen, dass sie das nur einsetzen, wenn die Pokémon sich im roten Bereich befinden. Und ein Roserade, wie wir es auch haben. Das ist der Abschluss. Vermeintlich leichteste Gegner. Also wir haben es sogar geschafft und besser als ich dachte. Gut, es hört sich jetzt blöd an, es sind 2 gestorben, aber ich fand trotzdem, dass das gut gelaufen ist. Es gab halt nur eine Schlüsselszene, wo ich es besser hechen... Deutsch bitte. Hätte besser machen müssen, so rum. Roserade zuerst einsetzen bei Knackrack, paralysieren und damit Eisstrahl weg von Empoleon. Das war mein Fehlerchen. Aber sonst... war die Welt in Ordnung. Roserade will es jetzt noch irgendwie verhindern. Jetzt kommt wahrscheinlich auch gleich nochmal eine Top-Genesung. Da muss ich sagen, reicht's mir dann auch. Feuersturm hier, nimm. Friss. Zieh Leine! Du nervst! Aber der Soundtrack ist schon geil, oder? Okay, es ist sogar noch ein Stückchen schwächer. Ich hab's mir sogar innerlich fast gedacht. Der Luftschnitt ist ja noch Step, aber... ich habe jetzt so schnell nicht rechnen können. Und immerhin, der Bonuseffekt, die Verbrennung, hat's dann doch noch gerichtet. Also wir haben Champ Cynthia besiegt und ich bin zufrieden. Yeah. Das war ausgezeichnet. Ein wirklich unglaublicher Kampf. Du hast die Stärken deiner Pokémon optimal ausgespielt. Toll. Du hast sie mit ruhiger und fester Hand zum Sieg geführt. Leidenschaft und kalkuliertes Handeln bilden bei dir eine ideale Kombination. Ja gut, in einer Situation habe ich schlecht kalkuliert, aber trotzdem danke. Deine Pokémon können mit dir an der Seite alle Hindernisse überwinden. Diesen Eindruck habe ich bei unserem Kampf gewonnen. Ich bin stolz, bei der Krönung des neuen Champs von Sinnoh dabei zu sein. Komm, nimm den Aufzug. Ja, das wär's ja, wenn ich hier noch Treppen steigen müsste, du. Willst du nicht mitkommen? Ich meine, was ist, wenn ich da oben jetzt Graffiti sprühe oder so? Naja, die kommt bestimmt noch. Oder es sind überall Kameras, die überprüfen, was ich tue. Ah, da ist sie. Der Raum dort drüben, das ist die Ruhmeshalle. Oh, wo kommt der her? Domi, dein letzter Kampf war vorzüglich. Oh, guten Tag, Professor Eibe. Ein Kind, dem ich das Pokédex-Projekt anvertraut habe, kommt so weit. Da ist es selbstverständlich, dass ich Zeuge seines Ruhmes werden möchte. Domi, ich sollte dich nicht mehr Kind nennen. Du bist ein wahrer Champ.
Professor, Sie genießen immer noch den Enthusiasmus, den Kindern in ihre Forschung zu bringen, ne? Komm hier entlang, bitte. Also sie wahrscheinlich, war wahrscheinlich auch mal ein Schüler von ihm. Oder halt Pokédex-Beauftragte, keine Ahnung. Also sie hat ja auch einen, hat sie mal gesagt. Professor Albe, kommen Sie bitte auch mit, ne? Ich glaube, das soll hier so durchsickern. Ich behaupte das jetzt einfach mal. Lange ist es her, dass ich diesen Raum betreten habe. Zuletzt war ich in diesem Raum, als ich zum Champ gekrönt wurde. Das ist auch schon ein gutes Weilchen her. Tommy, willkommen in der Ruhmeshalle. Jetzt könnte man fast denken, dass Albe mal Champ war. Eure Namen werden hier für die Nachwelt festgehalten. Hier verewigst du die Erinnerungen an ein geiles Abenteuer. Wir werden nun eure Namen eintragen und, ja, deine Pokémon ehren. Vergiss nicht, deine Pokémon sind deine Partner. Zusammen seid ihr in zahlreichen Kämpfen zu dem herangewachsen, was ihr seid. Diese Maschine nimmt einen permanenten Eintrag eurer Errungenschaften vor. Finde ich gut. So, dann verewige ich mich mal. Zusammen mit meinen Kämpfern, die sich klasse geschlagen haben. Roserade zwar etwas underused, aber jetzt auch beim Finale hat sie einen guten Job gemacht, danke. Klar, Torgekiste, absolute Megakiller. Du auch geil. Zuletzt ein bisschen in den Hintergrund gerückt, aber heute wieder gerockt. Er hier, Anfang Opfer, jetzt geil. Und du, ja, stetig brauchbar. Klingt jetzt negativer, als es sein soll. Und da sind wir alle beisammen. Ich habe jetzt hier noch an dieser Stelle ein Bild von einem Abonnenten zu zeigen, was ich bekommen habe. Hoffentlich vergesse ich nicht, das einzublenden. Das fand ich ganz schön. Ich weiß leider nicht mehr, wie du heißt, aber... Oder vielleicht steht's drauf. Moment. Nein, leider nicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank für dieses Bild hier. Sie oder er hat das Team von Pokémon Platin gezeichnet. Und das sieht, wie ich finde, eigentlich sehr gut aus. Ich könnte das bei weitem nicht so gut zeichnen. Joa, nochmal kurz zur Bewertung. Viel habe ich eigentlich nicht zu sagen. Es ist ja schnell runtergerattert. Das Game ist gut, hat aber auch ein paar Schwächen. Zum Beispiel, dass es streckenweise dann noch ein bisschen langweilig wirken kann, auch weil die Story nicht die beste ist. Man ist in dem Game schon wieder ein bisschen abgegangen mit der Galaktikbombe und so weiter und so fort. Also ich fand das sowieso jetzt nicht so toll, dass der Boss da ein neues Universum erschaffen möchte. Das ist einfach so realitätsfern. Ich meine, Landmassen und Wassermassen zu vergrößern ist zwar jetzt auch nicht wirklich logisch, aber das kann man noch nachvollziehen, in meiner Meinung. Aber ja gut, okay. Man hat immerhin ein cooles Team in Platin zusammenstellen können, weil sehr, sehr viele epische Pokémon draußen rumlaufen. Ich habe ein episches Team, denke ich, aber es sind noch viele weitere möglich. Man muss sich nur umgucken. Insgesamt gibt es auch sehr viele Pokémon zu fangen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum ich in Platin erstmals den Pokédex vervollständigt habe. Ich habe zwar auch sehr viel rübergetauscht, aber gibt halt auch sehr viel hier zu fangen. Es wird noch eine Menge kommen, also das Let's Play endet hier nicht. Es geht noch weiter. Im Gegensatz zu X und Y gibt es nämlich ein Postgame. Die Schwierigkeit, da, glaube ich, kann man nur Lob finden, stets sehr hoch. Man muss oft nachtrainieren, um überhaupt mit den Trainern mitzuhalten. Die Arena-Leiter, die setzen sich nochmal richtig ab von den Trainern und den Arena-Trainern. Die Pokémon-Liga ein sehr hohes Niveau, inklusive bester Champ aller Zeiten. Stand heute. Eine schöne Gegend. Epische neue Grafikelemente, wobei das natürlich auch erstmal zu Diamant und Pearl dazu gehört, weil das waren ja die vorherigen Editionen. Aber ich sehe es jetzt trotzdem noch als Bonus für Platin. Was mir aber nicht so gefallen hat, ist, dass es nicht wirklich einen Grund gibt, die Edition zu kaufen, wenn man jetzt halt mal davon absieht, dass es hier so viele Pokémon gibt. Storytechnisch hat sich nur relativ wenig geändert. Die Zerrwelt und Giratinas Urform stimmen gut, aber vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr machen können. Story einfach noch ein bisschen erweitern oder andere besondere Pokémon noch einprogrammieren. Es gab einen neuen Charakter, diesen Charon. Zumindest glaube ich, dass er neu war. Genauso wie den Polizisten Lebel. Beide sind aber so unnötig wie ein umgefallener Sack Reis in China.
Klar, sie sind ganz lustig. Also zumindest Lebel manchmal, aber er nervt auch sehr oft. Und ich fand einfach nicht, dass er als ganze Persönlichkeit drüber gekommen ist. Er war stets so eine nervige Bulle, die halt sich immer wieder präsentiert hat, bisschen was gequatscht hat. Aber er war einfach nicht richtig eingebunden in die Story. Was mir nicht gut gefallen hat. Soundtrack liebe ich. Es gibt sehr, sehr viele tolle Tracks in dem Spiel, die ich auch heute noch sehr gerne höre. Grafik in Ordnung. Lange Spielzeit, wie sich's für ein Pokémon gehört. Ja, der Rivale geht ein bisschen auf die Eier, aber mei, ist halt so. Ein tolles Spiel. Na, wobei, gut. Eins noch. Häufig wusste man nicht, wie es weitergeht, weil die Region ein bisschen abstrakt aufgebaut ist. Ich finde es zwar ganz gut, dass das Zentrum der Kraterberg ist und der natürlich auch nochmal eine große Rolle bekommen hat im Finale von Team Galactic. Aber häufig geht es halt mal an einer ganz anderen Route weiter oder an einem ganz anderen See, wo man sich gerade befindet und man bekommt manchmal keine wirkliche Anweisung, wie es jetzt weitergeht. Und dann steht man schon manchmal so ein bisschen vor sich und fragt sich, okay, und was jetzt? Denken aber, glaube ich, auch einige so, dass die Region ein bisschen komisch aufgebaut ist. Das war es dann aber auch schon an Kritik, finde ich. Oh, schön. Deshalb solide und sehr gute 90% für Pokémon Platin. Wir sehen uns dann im nächsten Part des Let's Plays. Tschüss.